Hallo und willkommen zurück zu Planet Crafter mit mir, die Selina. Und heute schauen wir uns die Drohnen an vom Fish und Drones Update. Und ich habe schon mal alles vorbereitet, was wir dafür brauchen. Und wir schauen uns auch die neuen Raketen an. Ich habe hier einen Plan. Das kommt dann hier hin. Es ist, ja, was soll ich sagen? Aber es ist, wir fallen nicht runter, ja. Okay, also baue eine oder mehrere Drohnenstationen. Stelle eine oder mehrere Drohnen her. Öffnen Sie ein beliebiges Inventar, in dem Sie Objekte automatisch verschieben möchten. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol. Wählen Sie einen Objekttyp aus, der an das Logistiksystem geliefert oder nachgefragt werden soll. Die Drohnen werden gelieferte Objekte in Inventaren transportieren, die diese Objekte anfordern. Drohnen können keine Algen oder Gemüse sammeln und funktionieren nicht, wenn der Strom ausfällt. Alles klar. So, dann stellen wir auch mal Drohnen her. So, okay, wir haben zwei Drohnen. Ab jetzt können wir... Okay. Ich glaube, hier muss ich tatsächlich jetzt nichts mehr machen, oder? Die Drohnen sind bereit. So, jetzt muss ich ja zu dem Inventar hin. Ist schön. Nur noch bestes Drohnenfliegwetter. Warte. So. Ich möchte jetzt zum Beispiel, dass hier das Gas abgeholt wird. Das funktioniert. Okay, Angebot. Das Angebot. Oh, ich hätte diesen Schmetterling gerne. Kann man das machen? Moment mal. Kann ich die Drohnen die Schmetterlinge suchen lassen? Ey, das wäre so geil. Mir fehlt ein einziger Schmetterling noch. Und wenn der den jetzt suchen würde... hallo? Priorität 5. Angebot? Nein, Nachfrage. Ist der Schmetterling hier. So. Funktioniert das so? Ich weiß nicht. Das ist immer dann... Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich würde das jetzt einfach mal so lassen. Würde die Drohnen aber jetzt auch anders arbeiten lassen, damit wir das vielleicht sehen. Wir haben ja jetzt eine Drohnenstadt. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Reichweite das hat. Hat es überhaupt eine Reichweite? Okay. Wir machen hier auf jeden Fall ein Angebot. Es kann auch einfach sein, dass das hier alle Items sind, die verfügbar sind. Nee. Oder? Doch. Das sind einfach alle Items, die verfügbar sind. Das ist natürlich, ne? Genau, das Oio habe ich. Oio, je. Ups. So, Stickstoff. genau, Stickstoff soll hier abgeholt werden. Und soll dann bitte in die Methan-Dings mit reingelegt werden. Nachfrage. Stickstoff. So. Priorität 0. So. Jetzt ist die Frage. Fliegen sie los? Passiert da was? Nö. Kann halt auch sein, weil, okay. Okay, Nachfrage, Nachfrage. Okay, eine Drohne Angebot. Ah, nee. Warte jetzt. Also doch, fliegen sie schon. Sind sie hier unterwegs? Nee. Ach, die haben das alles schon abgeholt. Ach, Mensch. Die sind aber fix. Die sind aber fix. Ja, tatsächlich. Haben sie gemacht. Haben sie gemacht. Also, das heißt, sollte jemals dieser nähere Schmetterling... Da war sie. Da fliegt sie, die kleine Drohne. Schön. Ja, und dann
fliegt ins Haus hinein und schmeißt uns das in die Kiste. Das ist doch toll. Gut, die Kiste ist bald voll, dann ist es vorbei. Aber ist doch schön. Das ist doch schön. Gut, passt auf. Was wir jetzt auch noch machen werden, wir werden jetzt hier noch einen neuen Schrank aufstellen. Wobei ich glaube tatsächlich, naja, komm, Pilze. Nee, wir werden einen neuen Schrank aufstellen. Wir werden einen neuen Schrank aufstellen mit Kartuschen. Beziehungsweise, ich bin ehrlich zu euch, ich glaube, ich werde einen kompletten Schrank Pflanzen entfernen und einen kompletten Schrank Samen. Und werde einmal hier die Stickstoffkartuschen einen Schrank geben. Und ja, das machen wir so, oder? Weil alles andere wäre ja doof. So, dann können wir das nämlich alles zerstören. Sehr schön. Ich zeige euch das mal. Da, ein Schmetterling, der fehlt. Der fehlt. Nein, der fehlt. Und das ist schade. Und das ist dieser Nere-Schmetterling. Ich habe schon nachgeschaut tatsächlich. Der soll überall vorkommen. Also das heißt, er kann überall droppen. Ich bin auch schon, also wirklich, jetzt ungelogen. Ich bin für dieses Spiel. Bin ich eine Stunde lang einfach langsam durch die Weltgeschichte gelaufen. Habe gewartet, bis Schmetterlinge gedroppt sind. Und es war furchtbar. Das war echt furchtbar. Also ich hoffe echt, also es wäre schön, wenn diese Larve sich finden lassen würde. Aber wir können mal gucken. Passt auf. Wir können mal gucken. So. Wenn ich hier nachfrage, nach zum Beispiel Gemeinlarve mache, ob die die holen. Nee. Schade. Es muss Angebot und Nachfrage geben, ne? Das heißt, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Schade. Schön wär's gewesen. Die alte... ja, ich habe den Turm ausgebaut. Der ist jetzt drei... Ja, weil das halt so passt zu dem Ganzen. Und wir können auf dem unteren Stockwerk können wir die Fische schön schwimmen sehen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und zwar die Raketen. Die haben wir nämlich noch nicht weggeschickt. Wir haben jetzt hier einmal GPS T4. Wollten wir unbedingt noch abschießen. Es wird halt aber auch immer prunkvoller, ne? Schau dich das Gerät mal an. Das ist doch... Also... da müssen wir ja alles sehen. Alles müssen wir dann sehen. So, ab geht's. Oh, oh, oh. Das ist so schwer beladen, dass es nicht mal mehr richtig abhebt. So. Weg damit. Und dann wollten wir hier Drohnenvisualisierungsrakete. Zeigt Drohnen auf dem Kartenbildschirm an. Ja, oh, ehrlich, mir fehlt eine Leiter. Oh. Da habe ich irgendwas zu viel gebaut. Wahrscheinlich eine Drohne zu viel. Das heißt, wir können dann Drohnen auf dem Kartenbildschirm sehen. Das können wir uns dann gleich anschauen. Weil wir haben ja dann Vierer. Also der Vierer müsste ja... Hä? Deckt er dann jetzt alles ab? Entschuldigung. Ja, ich habe unglaublich viele. Also das Schiff war sehr ergiebig, was die Leiterplatinen anging. So. Zack. Okay. Auswählen. Drohnenvisualisierungsrakete. Warte mal, was sind das für Dinger hier? Das sind auch aus ein bisschen wie die Drohnen, ne? Naja. Es tut mir leid, ich wollte das Ding mal anschauen, bevor ich es abschieße. Weil, nochmal schießen wir das nicht ab. Macht ja gar keinen Sinn. Tschüss. Aber ich meine, dadurch, dass meine Drohnen nicht fliegen,
sind ja ganz selten jetzt unterwegs. Ich habe ja noch nichts Richtiges. Ah, ich muss mal kurz trinken. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es mehr geworden ist. Es kann aber auch sein, dass man einfach das Gefühl nicht mehr dafür hat, weil man es halt schon lange nicht mehr gespielt hat. So. Zum Kontrollpunkt. Da. Wie geil ist das denn? Haben auch so eine riesige Drohne. So eine kleine Map und so eine riesige Drohne. Gefällt mir. Ach, nice. Ja, sie ist fast die komplette Map. Schön. Schön, schön, schön. Nee, du siehst die komplette Map. Hier ist der das Wüstenschiff. Ja. Oh, da siehst du doch die ganzen Bäume, die ich gepflanzt habe. Und hier siehst du keine Bäume, weil ich hier keine gepflanzt habe. Weil die natürlich dort wachsen. Ja. Oh, ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich hoffe, es kommen noch Amphibien. Ansonsten war es das mit unserem Planet Crafter Ausflug. So sieht das Ganze jetzt bei mir hier aus. Wie gesagt, mit den Drohnen weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt gerade beim Züchten von Fischen. Weil ich die alle gerne in Gold hätte. Ups. Da habe ich auch ein kurzes, knappes Video rausgehauen. Deswegen. Ich hau die dann immer hier durch den Mixer. Und Forschung. Und gucke, dass ich alle Goldenen rausbekomme. Zack. Ja. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Update. Bye, bye.